So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together und wie ich hier unten auf der Karte sehe, sind wir schon Richtung Kahlberg unterwegs und wir haben Barry und Marinus vor uns. Oh, wenn das nicht Lucius ist, lange nicht gesehen. Bist so stark geworden, dass du nun sogar hier draußen trainieren kannst. Jeder wird stärker und stärker und dadurch wird das Band zu dem Pokémon ebenfalls stärker. Das ist mein Meister, das sind die Worte der Weisheit. Nee, verstehst du es denn immer noch nicht? Nicht eine Sekunde lang habe ich auch nur daran gedacht, dich als meinen Schüler anzunehmen. Ich meine, wenn es um Attacken geht, dann bin ich vielleicht ein guter Lehrer, aber... Oh Meister, nun seid doch nicht so. Ihr müsst mich in den Club im Überlebensareal einführen. Wie bin ich nur in so eine Situation geraten? Wie dem auch sei, Lucius, gehst du zum Kahlberg? Selbst die wilden Pokémon dort sind sehr stark. Sind deine Pokémon nicht gut trainiert, werden sie es dort schwer haben. Aber genau diese Herausforderung macht das Ganze auch wieder sehr interessant. Auf alle Fälle solltest du sehr gut vorbereitet sein. Ich muss mich auf ein weiteres Turnier vorbereiten. Leb wohl. Weißt du, ich glaube, ich bin schon ein wenig stärker geworden. Darum bin ich auf dem Weg in die Kampfzone, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Meister, wartet auf mich! Naja, der kann schon nervtötend sein. So, hier können wir uns auf jeden Fall mal ganz kurz ausruhen. Nein, einmal reicht, danke. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Ja, hier brauchen wir wieder Fahrrad. Avenaro ist auch wieder da. Hey, wenn das nicht Lucius ist. Fleißig am Trainieren, was? Da du gerade trainierst, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte, dass du am Kahlberg für mich nach dem Rechten siehst. Ja, okay. Etwas weiter von hier befindet sich ein Vulkan, der Kahlberg. Tief im Inneren kann man einen besonderen Stein finden, den Magmastein. Ich bin nicht gut im Erklären, aber er ist wirklich sehr wichtig. Er sorgt dafür, dass ein bestimmtes Pokémon auch weiterhin schläft. Doch in letzter Zeit kursieren Gerüchte, dass Vandalen den Kahlberg unsicher machen. Man erzählt sich, dass ein paar Rüpel in Weltraumanzügen dort Probleme verursachen. Aber wenn das mal nicht Team Galactic ist. Wie? Was ich? Ich war auf dem Weg zum Pokémon-Center, da meine Pokémon kaum noch KP besitzen. Wenn du also zum Kahlberg gehen könntest, wäre es einfach großartig. Danke. So. Hier haben wir ein Gelbstück. Und bevor wir hier jetzt auch weitergehen, ich schnapp mir hier jetzt auch nochmal das Item da. Da mal ein Zink. Bevor wir da unten wieder zurückspringen, schauen wir doch mal, was wir da unten alles so finden. Wir sehen gerade nur 4 Wander-Pokémon auf der Karte. Das bedeutet, dass 2 an derselben Stelle sind. Die Holzkohle haben wir hier. Verstärkt Feuerattacken um 20%. Wäre gut für unseren Wupan, aber ganz ehrlich, ich behalte ihm jetzt lieber einen Sägesang, nachdem er jetzt einen Flammenblitz kann. So kann er seinen Flammenblitz hin und wieder mal raushauen und sich dann mit seinen anderen Attacken wieder ein bisschen hochheilen. Ein Vipitis. So, was machen wir denn gegen ein Vipitis? Das ist in beiden Verteidigungswerten nicht sonderlich gut. Es ist relativ langsam. Hat auch nicht sonderlich viel KP. Es hat nur 2 gute Angriffswerte, das ist alles. Yay. Jetzt ist alles paralysiert. Und natürlich hat er Expelliarmus drauf. Ausringen macht doch sowas nicht, das tut doch weh. Level 57 für uns und Chris. Dann kommt das nächste sein Snoobillycat. Ja, Nick ist der Einzige, der noch nicht 57 ist, also kommt er mal wieder rein. Ja,
Ein Muggelhieb. Das ist der höchst unsere Init. Macht zwar nicht sonderlich viel aus, aber oh, was soll's. Wer weiß, ob du nicht sonst schneller gewesen wärst. Auch wenn ich nachgesehen habe, unser Nick hat eine 30 im Init-DV-Wert. Also, hab vor der letzten Folge, da waren wir mal in der Kampfzone, da war ich mal beim Richter ganz kurz. Mal um zu schauen, was unsere Pokémon so für Werte haben. Interessanterweise haben bis auf Chris alle über 90 DV-Werte und jeder außer Chris hat auch mindestens einen Wert auf 30. Neo ist der einzige, der noch ein bisschen mehr DV-Werte hat. Der kommt nämlich insgesamt auf über 120. Aber sonst sind mit Ausnahme von Chris auch alle über 90, was ich eigentlich auch schon richtig nett finde. Ich meine, für Playthrough habe ich normal, dass die ein Großteil meiner Pokémon unter 90 sind. So. Das habe ich jetzt nur mal ganz kurz gemacht, weil ich kein Paraheiler verschwinden wollte. Wir haben doch noch Schutz dabei, oder? Gut, müssen wir erst wieder sehr weit nach unten gehen. Das wollte ich gerade sagen, das sieht doch zu verdächtig aus. Okay, jetzt müssen wir hier, hier. Dann hauen wir den Kampffutzi da noch. Pilz. Okay, da habe ich mit Chris jetzt nicht wirklich viele Chancen, weil alle meine Attacken nicht effektiv sind. Ich packe einmal mal Whitey rein, der kriegt Kampfattacken am besten getankt. Oh, der kann Pilzspore. Ah, sehr schön. Wir haben doch noch Aufwecker, oder? Ja, haben wir. Und Samenbomben kann er auch noch. Hör doch auf, das tut doch weh. Alles. Oh, ja gut, da kann ich drin bleiben mit Whitey. Da haben wir ja was Effektives dagegen. Ah, natürlich kommst du erstmal wieder mit dem Scanner an. Oh, und er macht's doppelt. Ja. Der überlebt es sogar. Okay, das macht nicht allzu viel Schaden. Vor allem, weil Meditalis jetzt nicht unbedingt so den Mega-Spezialangriffswert hat. Meditalis habe ich vor seinen physischen Attacken schon wesentlich mehr Respekt. Was hauptsächlich an seiner Fähigkeit Mentalkraft liegt. Verdoppelt ja seinen Angriff. Was ist denn da? War ja sehr sinnvoll, hier hochzukraxeln. Ein Dragoran. Oha.
das Viech hat wenigstens keine Multischuppe. Kann sie ja hier noch gar nicht haben. Es ist eine versteckte Fähigkeit. Ah, wir haben ihn paralysiert. Das ist schon mal sehr schön. Okay. Damit normalisiert er seinen Angriff wieder, aber die Init bleibt bescheiden. Ja. Ich will jetzt keinen Donner machen. Und er macht noch einen Drachentanz. Das sollte an seinem Init-Wert nicht viel ändern, und wenn er kein Turbo-Tempo kann, ist er jetzt tot. Gut, dass wir den gleich paralysiert haben. Ein Leben-Orb. Das ist nett. Liegt hier einfach so ein Life-Orb rum. Fürs Playthrough finde ich den jetzt zwar nicht so besonders, aber hey, das ist ein echt geiles Item. Das ist der Karlberg. Jetzt müssen wir nur noch da hinein. Abmarsch. Ja, aber ob dieser alte Typ es echt drauf hat, ob er Meister Cyrus ersetzen kann? Gute Frage. Der älteste Charon macht Commander sein, aber Cyrus ersetzt er nicht. Es ist vielleicht die Chance, mit dieser Team Galactic-Sache aufzuhören. Tja, Team Galactic ist hier. Okay, bis auf Whitey sind alle noch relativ fit. Wir haben doch noch ein bisschen Kumo-Milch dabei, oder? Ja, immer noch 28 Stück. Na, schau mal, wen haben wir denn da? Hey du, raus mit der Sprache! Wo ist Meister Cyrus gegangen? Und überhaupt, wo warst du, nachdem du an der Speersäule verschwunden bist? Was? Die Zerrwelt? Wo Giratina war? Was ist denn das für ein Gewäsch? Führ mich nicht so in das Licht. Was, du willst nicht reden? Dann mach dich fertig, bis du deine Meinung freiwillig änderst. Ja. Wir kriegen nochmal einen abschließenden Kampf gegen Commander Mars. Mit ihrem Bronzong. Ich weiß nicht mehr, war ihr Bronzong jetzt das Lichtschild-Bronzong oder war das Reflektor-Bronzong? Ich hau einfach mal mit Funkensprung drauf, und wenn's der Reflektor ist, dann kann ich mit Ladungsstoß weiterkloppen. Bronzong hält eh einiges aus. Ah, er kann Konfu-Strahl. Ich mag keinen Konfu-Strahl. Okay, ich schmeiß dann einfach mal Wupan in den Kampf. Einfach mal hoffen, dass er keinen Sondersensor macht. Und auch keine Psychokinese. Ja. Viel dazu. Bronzong hat im Gegensatz zu Bronzell noch einen ordentlichen Spezialangriff. Komm, bitte triff damit. Natürlich! Ja. Da braucht man ihn einmal und dann geht er daneben. Den Flammenblitz wollte ich mir so wenig KP jetzt auch nicht mehr machen. Das Viech hat Schwebe mit ziemlicher Sicherheit und keinen Hitzeschutz. Gut, wir haben ja noch ein Pokémon, das Feuer attacken kann. Aber gut, ich will jetzt auch nicht unbedingt einen Gyroball von dem Viech abkriegen, wenn ich mit Whitey da bin. Das Viech ist mir nämlich ein bisschen zu langsam im Vergleich zu mir. So. Das nervigste Viech ist schon mal weg. Golbat, da habe ich gar kein Problem mit.
Golbat ist langsamer als ich und von einem Sondersensor sollte der mehr als locker umkippen. Und Schnurgast. Ja, da möchte ich das Pokémon wechseln. Bin mir nicht sicher, ob Whitey den auch one-hitten kann. Auch wenn Schnurgast jetzt nicht sonderlich stark ist. Aber dafür ziemlich schnell. Was man immer wieder unterschätzt. Okay. Dann halt ein Aufwecker. Das macht neutralen Schaden. Und der trifft schon wieder mit der Hypnose. Ach, ich liebe diese 65% Attacken, die beim Gegner immer treffen und bei mir nie. Wir machen das jetzt einmal so lang, bis er einmal daneben haut. Setze ich auch Top-Genesung ein, wenn es mal mit dem KP knapp wird. Ups. Oh, er hat aufgehört, die Hypnose zu spammen. Na dann, hier. Friss das. Geh sterben. Mars, das war ziemlich schwach von dir. Eine Schande. Dass jemand wie du Commander ist, ist mir schon regelrecht peinlich. Nun gut, da muss ich wohl ran. Auch ich möchte wissen, was mit Meister Cyrus passiert ist. So, das nächste Bronzong. Das Viecher sind bei den Verteidigungswerten sowieso ziemlich gleich gut. Ah, das ist das Reflektor-Bronzong, okay. Gut, dass wir auch noch ein paar spezielle Attacken hier haben. Hoffentlich reicht das jetzt. Ja, reicht. Ein Skuntank kommt in den Kampf. Ja, Skuntank, das Viech überlebt so einiges. Unser Nick ist zwar fast kaputt, aber ich habe nur eine einzige Attacke, die das Viech effektiv trifft. Gut, außer wenn Nikos Schaufler. Oha. Also, dafür, dass das jetzt sehr effektiv war, war das jetzt verdammt wenig Schaden. Okay. Was machen wir? Was machen wir? Ich pack Chris nochmal rein. Moment, war da. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch einen Reflektor da. Ganz vergessen. Gut. Natürlich ist er schneller. Aber killen wird uns das hier nicht. Aber wir haben mal wieder Glück. Und er hat eine Citro-Beere. Na super.
Der Reflektor funktioniert nicht mehr, aber ich muss jetzt trotzdem einmal mal auf Risiko spielen. Und es lohnt sich zum Glück. Donner macht ja doch nochmal 50% mehr Schaden als Ladungsstoß. Gulbart. Mighty, das ist ein Job für dich. Du wagst es. Das war's dann wohl. Ich begebe mich auf die Suche nach Meister Cyrus. Wie hieß es gleich? Die Zerrwelt? Da muss ich ja sozusagen hin, ja? Gut, ich bin fertig mit Team Galactic. Jupiter, kümmer du dich darum. Meine Güte, wenn ich jetzt dasselbe tue wie Mars, sehe ich aus wie eine Nachahmerin. Wie unangenehm, aber auch ich kümmere mich nun selbst um die Sache. Ohne Meister Cyrus macht Team Galactic gar keinen Spaß mehr. Hey, du Auslaufmodell, du hast jetzt das Kommando. Mach mit Team Galactic, was du willst. Dann hätten wir das geklärt, Jupiter. Dann hätten wir das geklärt. Jupiter und ich sind jetzt wieder ganz normale Mädchen. Macht doch, was ihr wollt. Ein normales Mädchen bist du ja wohl nicht. Was mache ich denn nun? Soll ich wirklich mit der Suche beginnen? So ungestüm und verblendet. Was sehen Sie nur in Cyrus? Er ist nichts weiter als ein unreifer, alles von komplizierender Blindgänger. Stellt sich auf den Kopf, um Team Galactic zusammenzustellen und wofür? Letzten Endes zerstört er sein eigenes Werk für seinen lächerlichen Traum. Dank dieses Tölpels stehe ich nun vor diesem Scherbenhaufen. Doch es ist, wie es ist. Wer jung ist, darf noch Träume haben. Aber ich lebe lieber in der Realität und hier reagiert der Mammon. Du da, mit dir gebe ich mich nicht weiter ab. Das ist schon den anderen Mitgliedern von Team Galactic übel bekommen. Der Magmastein wird unser sein. Alles im Auftrag des Mammons. Ich mag die Musik hier drin. Schutz wirkt nicht mehr. Oh, brauchen wir hier Stärke, um weiterzukommen? Ja, brauchen wir. Okay. Dann... ich mach mal eine ganz kurze Pause und ich werde wahrscheinlich... Wobei... Können wir Stärke jemandem beibringen? Ups. Irgendjemand, der noch eine brauchbare Normalattacke benötigen könnte. Chris, Wupan, Nick, Neo, Wendigo. Okay, alle außer Whitey können es lernen. Irgendjemand noch was im Moveset, mit dem ich nicht ganz zufrieden bin? Ja. Auch wenn die Attacke relativ stark ist, sie ist mir einfach zu ungenau. Und ich habe jetzt keine Lust, deswegen unser VM-Opfer wiederzuholen. Okay. Dann darf Dakoto jetzt hier weitermachen. Er wird sich freuen, vor allem wenn er sich in dem Laden hier nicht auskennt. Also viel Spaß bei der nächsten Folge Herumirren im Kahlberg mit Koto. Sage ich jetzt gleich schon mal. Bis dahin, macht's gut.